Kennst du das Zerebrat? Die Protos sind hier, auf Char. Sie haben sich hier eine Zeit lang versteckt. Protos, Commander, es war dumm von euch hierher zu kommen. Denn ich bin Kerrigan und ich bin die Königin der Zerg. Ich kenne euch gut, O Königin der Zerg. Wir sind uns schon früher einmal begegnet. Wohl erinnere ich mich an eure selbstlosen Taten bei der Verteidigung der Menschheit gegen die Zerg. Schmerzlich ist es zu sehen, dass ein Wesen, das einst so ehrenhaft und voller Leben war, sich der verschlagenen Tücke des Obermind ergab. Ihr solltet immer nicht versuchen, über mich zu richten, Templer. Ihr würdet feststellen, dass meine Macht der euren mehr als ebenbürtig ist. Ja, ich spüre sogar, dass eure hochgerühmten Kräfte seit unserem letzten Treffen eher noch schwächer geworden sind. Möglicherweise, O Königin. Aber könnte es nicht auch sein, dass ich es nicht nötig habe, meine Macht in einem so kindischen Messen der Willenskräfte zur Schau zu stellen? Närrischer Templer, bereitet eure Verteidigung vor. Ich werde euch schon bald vernichten. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play StarCraft. Die Templer sind also auf Char. Die Templer sind die Kämpferkaste der Protoss. Und wir legen direkt los. Die Mission dauert ein bisschen länger. Kerrigan, ich fühle eine seltsame Aura um diesen Templer. Vielleicht solltest du den Angriff nochmal überdenken. Zum letzten Mal, Sas. Es ist gefährlich, meine Motive und meine Autorität in Frage zu stellen. Du wagst es, einem Zerebraten zu drohen? Du wirst unser aller Untergang sein! So, die zwei Wächter packen wir auch an. Das ist eine neue Einheit, die wir hier haben, die Wächter. Die sind auch relativ langsam. Die beiden lassen wir hier. Erstmal bringen wir unseren Ressourcenabbau wieder in Gang. Wie üblich. Diese Einheiten reichen für die erste Verteidigung. Und im Zweifelsfall habe ich ja auch immer noch Kerrigan, die hier ein bisschen aufräumen kann. Ihr zwei sammeln. Larve, auch eine Drohne von. Und das ist die andere Larve. Zack, auch eine Drohne bitte. Danke. Das dauert jetzt wieder ein Momentchen. Ich kann auch gleich schon mal gucken. Ich weiß ja, wo ich meine Expansion hinbauen möchte. Die muss ich natürlich auch beschützen, das ist klar. So. Und du kannst mal eine weitere Kriecherkolonie errichten. Nicht dort. Die geht mal hier drüben hin. Damit ich hier Platz habe. Diese Drohne wird ebenfalls eine Kriecherkolonie errichten. Ich muss meine Basis hier nach unten hin absichern. Da. Und zwar hier. Ich hoffe, dass ich hier vorne noch ein bisschen Kriecher hinbekomme. Na komm, Kriecherkolonie bitte. Ich möchte die Kriecherkolonie. Hallo! Ach, sag mal. Jetzt aber. Da machen wir eine Tiefenkolonie von. Gegen Luftangriffe haben wir ja die Rotzkocher hier stehen. Die werden das schon abwehren können. Aber jetzt haben wir drei davon. Zack, brauchen wir gleich drei Drohnen davon. Du bist auch zu einer Tiefenkolonie. Stellen wir hier unten gleich noch eine hin. Da geht's schon los. Da kommt der erste Zerg an. Die ersten Zerg, Quatsch, die ersten Protoss. So, Kriecherkolonie. Na gut, dahin. Kriecherkolonie dahin. Und noch eine weitere Kriecherkolonie dahin. Und dann machen wir dahinter gleich noch ein wenig Luftverteidigung auf. Tiefenkolonie. Tiefenkolonie. Drohnen. Tiefenkolonie. Und dann können wir diese drei Drohnen gleich hinterher schicken. So, am Bodenabwehr sollte das eigentlich genügen jetzt. Obwohl ich könnte hier auch noch einen hinstellen, ne? Ja, ich mache noch eine weitere Tiefenkolonie. Nämlich hier hin. Und dann brauche ich noch ein paar. Hier geht mal hierher.
Du machst mal dorthin. Und du machst mal dahin. Die Kolonie. Und dann kann ich eigentlich gleich mal ein paar Zerklinge bauen. Und die da vorne einbuddeln. Obwohl, ne, ich brauche jetzt nochmal weitere Drohnen. Und hier brauche ich eine Evolutionskammer für. Okay, dann muss ich die als nächstes entwickeln erstmal. Die Evolutionskammer. Die brauche ich als nächstes. So, du wirst zur Evolutionskammer. Da bitte. Dann brauchst du. Vitalistenbau habe ich schon, das ist okay. Vespingas-Extraktor. Was hättest du Vespingas abbauen? Ja, und das letzte Drohne, die baut auch nochmal eine Kriecherkolonie, nämlich hier hin. Und dann bauen wir da unten gleich auch noch eine Luftabwehr hin, dann müsste das eigentlich genug sein. Kann ich hier jetzt noch durch? Ja, kann ich. Okay. Dass ich hier vorne einen einbuddel. Dass ich die Angriffe schneller sehen, kommen sehe. Ach, ich kann mich noch nicht einbuddeln, weil ich das noch nicht entwickelt habe. Okay, dann kommst du mal wieder zurück. Das war ja clever. Okay, hier, ja, Drohnen. Und dann muss ich gleich mal zusehen, dass ich vielleicht noch ein paar Overlords baue. So, jetzt kann ich die Flugabwehr errichten. Ich bin Kolonie von ein paar. Ich habe Kolonie. Ja, ist gut. Hier, dann baust du den Mineralien mit ab. Du Vespingas, du Vespingas. Das ist ein Overlord. Da haben wir so ganz viele von. Nehmen wir mal eine Drohne von. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich vielleicht noch einen zweiten Stützpunkt errichte. Dieser hier ist eigentlich jetzt gut genug gesichert. Dann kann ich gleich anfangen, die Forschung aufzurüsten. So, du sollst nochmal bitte bauen. So eine Kriecherkolonie. So, dahin. Hydraliskenbau. Schnellere Hydraliskenbewegung. Okay. Und jetzt hast du nochmal einen Haufen Drohnen. Ich mache mal einen Sammelpunkt, dass ich die besser wiederfinde dann. Hierher. Und dann entwickeln wir bitte gleich nochmal das Ding hier. So, dann kommst du mal hierher. Obwohl, ich stelle den mal hier unten hin. Ich bräuchte den Detektor. Die sind hier noch ein wenig lahmarschig, die Jungs. Achso, da sind meine neuen Drohnen. Ha, siehst du, sagt mal einer was. So, du wirst bitte zu einer Luftabwehr. Sporenkolonie. Du brauchst auch nochmal eine Sporenkolonie, nämlich dahin. Dahin. So, da müsste ich eigentlich genug abgesichert sein. Ihr zwei sammelt Gas. Und dann machen wir nochmal drei Drohnen. Gut, sehr gut. Okay, jetzt kann ich eingraben. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich dafür ein paar Zerklinge baue. Du entwickelst dich bitte. So, da brauche ich erstmal einen Bau für. Jo, ich würde mal sagen, das funktioniert, ne? Trotzdem mache ich mal aus einer Larve, eine davon bitte, mache ich mal Zerklinge. Ja, komm, hier zwei. Zwei Spingas. Du, das da. Andere Larve, machen wir zwei Overlords davon. So, das sind meine beiden Zerklinge. Sehr gut. Gut, Zergling. Kommst mal hierher. Und gräbst dich da ein. Sehr schön. Und du, mein lieber Zergling. Kommst mal hierher. Gräbst dich hier ein. So, damit habe ich das Feld hier vorne schon abgedeckt.
So, jetzt die beiden Overlords hier, die gehen jetzt tatsächlich da nach hinten. Königinnen-Nest, okay. Als allererstes mal schnellere Overlord-Bewegung, danke. Das ist jetzt mal wichtig. So, hier. Drohnen. Hier. Nahkampfangriffe für Geschosse. Entwickeln wir ein paar Upgrades schon mal. Schnellere Hydralistenbewegung. Wir müssen sowieso wieder alle möglichen Upgrades erforschen, damit hier alles vernünftig hinhaut und die Basis ist gut genug gesichert. Denke ich. Die Protoss werden auch mit Räubern angreifen. Das ist eine Artillerieeinheit. Ich finde die nicht so schick. Die passt doch vom Design her überhaupt nicht zu den Protoss. Schößling. Den stellen wir hier oben hin. Und das Königinnennest stellen wir daneben. Ach ja. Was kostet der Spaß? 150? Ja, gut, komm. So. Dann gehst du hier noch mit sammeln. Ich denke, ich kann hier drüben auch nochmal einen Zeckling irgendwo hinstecken. So. Was ist jetzt wieder los? Ach ja, Carrion. Viel, viel ist los. Ja, was ist fertig? Ach so, der. Nee. Hä? Okay, Moment, ich bin irritiert. Was ist denn fertig geworden gerade eben? Ach so, hier, die schnellere Bewegung. Die größere Angriffsradius ist noch ganz nützlich. Königinnennest. Brütling legen. Ja, ich brauche sowieso keine Königin. Ich baue das Ding nur, damit ich hier einen Schwarmstock draus bauen kann. Larvenmeer, nochmal ein paar Drohnen. Nee, ich baue da mal Hydralisken von. Und sobald der Schwarmstock fertig ist, sehe ich zu, dass ich mir eine zweite Ressourcenquelle sichere. Denn die Ressourcen hier reichen nicht ewig. Vor allem nicht für das, was ich so alles zu entwickeln habe. Ach, mein Schützling ist ja fertig, ne? Genau. Schwarmstock, okay, dann machen wir erstmal Fliegerangriffe noch einen dazu. Brustbeutel für die Overlords entwickeln. Ja? Okay. Cool. Wo denn? Da? Nee. Da? Nee. Da? Nee, auch nicht. Wo denn? Oh, ich hasse das, ey. Das ist echt ätzend. So, der ist jetzt fertig. Machen wir gleich mal Geschosse 2. Und den Transportbeutel. Für die Overlords. Hier ist nichts. Ach so, das hier ist fertig gewesen. Ja, okay, alles klar. Das ist fertig geworden. So, 4 davon kriege ich in einen Overlord rein. Ich nehme mal Carrion. Und laufe mal hier drüben hin. Getarnt. Einfach mal gucken, was da hinten so ist. Ich denke, ich muss in dem Overlord darüber. Komm mal hierher, Carrigan, bitte, danke. Aha, da ist der Feind. Ein arghalsiger Zug. Genau, hier auf dieses Plateau möchte ich rauf. Schon unterwegs. Da ist ein Räuber. Den machen wir mal platt. Wo ist denn Carrigan? Da. Was ist jetzt wieder los? Wie lange der das aushält. Die Schilde sind schon mal weg. Ich denke, ich werde ihn vernichten können. Jawohl. So, jetzt machen wir noch den kaputt. So habe ich das doch gerne. Hier müsste ich eigentlich auch nochmal einen Zergling eingraben. Dann sehe ich dich früher. Carrigan? Carrigan? Wo bist du? Da. Also bitte entern und geh mir rüber zu deinem Schwarmstock. Die sind alle noch dabei, ja? Okay. So, die beiden Wächter kommen mal zurück. Nehmen wir nochmal eine der Drohnen, hab ich ja gesagt, und mach da nochmal 2 Zerklinge von.
die ich dann hier noch verteilen kann. Wo? Ach hier. Okay, alles klar. Guck mal, den erhöhten Sichtradius nehmen wir auch nochmal. Das passt schon ganz gut so. So, du. Komm mal hierher. So, buddel dich mal hier ein. Dann kann ich das nämlich früher sehen, wenn von hier aus was kommt. Und du? Ja, komm, du kannst dich mal hier mit eingraben. Südlich unserer Basis gibt es auch noch ein Ressourcenvorkommen, das man sich unter den Nagel reißen könnte. Aber ich habe mich jetzt entschieden, dass ich das östliche haben möchte. Du sollst dich einbuddeln! Dann nochmal. Okay. Ein paar Hydralisken. Die drei können wir hier in diesen Overlord rein. Und dann fliegen wir mal hier hinten rüber. Da ist der. Ja, 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 ja. Evolutionier du mal. Evolution abgeschlossen. Okay, hier. Dieses Ressourcenvorkommen meine ich. Mal zurück. Ich muss ja nochmal eine Drohne holen oder zwei. Machen wir uns gleich mal drei Stück davon. Und die drei schicken wir auch gleich mit rüber. Ich müsste eigentlich drei davon plus zwei Drohnen reinbekommen. Dann kann ich gleich einen Extraktor bauen und einen Bau. Hier kommt du wieder raus, du wieder rein. Komm mal hierher. Das Ressourcenvorkommen dort unten ist bewacht, das kann ich mir gleich auch noch unter den Nagel reißen. Du baust mal Kristalle mit ab. Je mehr, desto besser. Ich habe ja inzwischen recht viel Geld eigentlich. Das ist ja ganz gut, da kann ich gleich schön aufrüsten. So, machen wir hier jetzt gleich mal die zweite Waffe rein. Der ist durch. Das ist auch fertig. Geschosse 3. Ist hier noch was Interessantes zu erforschen? Nein. Hier momentan auch nicht. Den da hinten eigentlich gleich auch mal ausbauen, ne? So, hau mal raus, die beiden Dinger hier. Bauen. Brutstätte. Ja, jetzt sind natürlich alle weg hier. Bauen. Brutstätte, bitte. Und zwar so nah wie möglich ran. Ja, da ist gut. Da ist das gut. Bauen. Einen Extraktor. Und zwar da. So, dann muss ich hier noch ein paar Tiefenkolonien nebenpacken. So, und du brauchst bitte mal die letzten drei Hydralisken mit raus. Dann stellst du dich hier drüben hin. Dahin. Bitte damit hin. So, und hier kann ich jetzt eigentlich schon mal anfangen, ein paar Hydralisken zu bauen. Da brauchen nämlich 24 Stück diesmal. Warum 24 Stück? Weil ich 12 davon zu Wächtern weiterentwickeln möchte. Aha, das sind schon wieder. Moment. Oh ja. Finger weg von meinen Wächtern, liebe Leute. Danke. Wollen sie es aber wissen hier. Die sind ziemlich langsam. Das ist schade. Wenn die Wächter ein bisschen flotter wären, mal gucken, wie schnell die Jungs hier unterwegs sind. Aber die sind halt echt gut, ne? Kriegen kaum was ab und halten echt viel aus. Also wir bauen erstmal einen ganzen Haufen von den Mutterlisken und dann gucken wir mal, was passiert hier so. So, der ist
auch fast fertig mit seiner Evolution. Und der ebenfalls. Ja, auch. Machen wir hier erstmal 3 Drohnen. Und ein Overlord. Ihr sammelt erstmal Vespingas. Kristalle kann ich später sammeln, dann habe ich genug. Auch noch 2 Overlords. So, rein. Dann. Nein, ist nicht gebraucht hier. Da ist eine Drohne, die sammelt nochmal Vespingas. Noch mehr Drohnen bitte, danke. Noch 2 Overlords. Ah, da oben in die Ecke, auch kein Mensch gerade. So, jetzt machen wir noch mehr Flieger.